Mindener Tageblatt. Täglich eine gute Zeitung. Gabriele Pauli im MT-Gespräch. Kurz vor der Landtagswahl in NRW stand die Bundesvorsitzende der Freien Union der MT-Redaktion Rede und Antwort. Für MT Online äußerte sich die Politikerin speziell zu drei Themen: Bildungspolitik, Energiepolitik und zu einer möglichen Koalition in Nordrhein-Westfalen. Drei Fragen im Landtagswahlkampf an Frau Pauli. Zunächst das Bildungssystem. Was möchte die Freie Union da ändern? Wir sehen, dass unsere Kinder zunehmend unter diesem Druck leiden, weil sehr viel Erwartungen in sie hineingesetzt werden, sie auch schon sehr frühzeitig hohe Leistung bringen müssen, eigentlich auch das Kindsein dabei fast völlig schon verlernen. Und wir geben ihnen damit das Falsche mit für ihren Weg, denn Kinder sollen sich ja auch nach ihren Neigungen und Fähigkeiten entwickeln und nicht nach einem starren Schema. Wir möchten, dass die Klassen in dieser festen Struktur aufgelöst werden, dass Kinder möglichst lange zusammen in einer Gruppe zwar bleiben und gemeinschaftlich lernen, aber sich dann auch in Kursen sozusagen weiter differenzieren können im Wissen. Und wir möchten nicht, dass man zu einem bestimmten Alter bestimmtes Wissen abfragt und bereit haben muss als Kind, sondern dass man die Spanne größer macht. Also sozusagen, dass man bis zum Abitur beispielsweise offen lässt, wann welches Kind in welchen Fächern welche Prüfungen ablegen will. Also diese ganzen Jahre, diese Strukturen in Klassen auflösen und flexibel machen. Thema Studiengebühren. Ja, es ist eigentlich in einer Zeit der Wirtschaftskrise fast unfassbar, dass wir die Menschen, auf die wir setzen in der Zukunft, die ja das Know-how für die Zukunft stellen, die sich engagieren, die innovatives Wissen entwickeln, dass wir die auch noch belasten mit Gebühren. Wir sollten sie fördern. Wir sollten ihnen die Möglichkeit geben, sich zu entfalten, wie es nur möglich ist, weil wir deren geistiges Kapital, wenn ich es mal so nennen darf, brauchen. Denn in einer Krise, wie wir sie jetzt haben, kommen wir eigentlich nicht weiter, indem wir jetzt Banken noch mordsmäßig Geld zuschieben oder einer Automobilindustrie mit Abwrackprämien entsprechende Summen zukommen lassen, die sich ja in unglaublichen Dimensionen bewegen. Und auf der anderen Seite die Menschen, die eigentlich bereit wären, für unseren Staat etwas einzubringen, auch noch zur Kasse bitten und daran hindern, auch ein Studium schnell zu machen. Wir reden ja immer alle davon, dass Studenten kürzere Zeiten haben sollen, bis sie fertig werden. Und wenn wir sie dann gleichzeitig noch mit Gebühren belasten, dann verlängert sich das ja, weil viele dann auch noch nebenher arbeiten müssen. Und gerade auch Studentinnen, die vielleicht ein Kind haben und dann auch noch darauf achten müssen, die sind ja völlig damit in so einer Situation überlastet. In NRW entscheidet sich ja im Prinzip mit dieser Landtagswahl, ob wir weiter auf den Atomstrom setzen oder ob der Atomausstieg eben doch kommt. Wie ist Ihre Position generell? Alternative Energien, Atomenergie? Also wir begrenzen uns so sehr auf diese vorhandenen gängigen konventionellen Energien, ohne zu erkennen, dass es so viele andere Möglichkeiten gibt, Energie zu gewinnen. Und hier sind starke Lobbyinteressen im Hintergrund. Die Energiewirtschaft ist in monopolistischer Hand. Hier werden die Preise auch für die Verbraucher diktiert und hier hat auch keiner Interesse daran, irgendwo nachzugeben, sondern das ist mit der Kernenergie ähnlich wie mit Erdgas. Hier profitieren einige und uns wird immer vorgemacht und auch Erdöl. Diese Energien sind so die einzigen, auf die wir uns stützen können weltweit. Und sie sind auch knapp, deshalb müssen wir entsprechend teuer bezahlen, denn es geht um kostbare Ressourcen. Man macht uns sozusagen auch noch Angst damit, weil wir zu viel verbrauchen und dann sind wir die Bösen. Und dafür, dass man sich dann auch schuldig fühlt, ist man auch wieder bereit, entsprechend hoch zu zahlen. So ist im Moment sozusagen auch die psychologische Spirale, die dahinter steht. Tatsache ist, dass es andere Energien gibt, die auch nicht entsprechend erforscht werden oder vielleicht erforscht sind, aber nicht umgesetzt werden. Man könnte beispielsweise mit Wasserstofftechnologie unheimlich viel bewirken. Hier ist die dritte Welt mit gefordert. Man kann mit nur Wasser und Sonne Energie erzeugen. Das ist das Einfachste, was es überhaupt gibt. Und wir könnten auch unsere Motoren damit laufen lassen. Die Automobilindustrie setzt auf konventionelle Technik. Wir könnten neue Techniken einführen. Es ist nicht so, dass wir abhängig sind von diesen Grundenergien oder diesen Kernenergien. Es wird uns nur immer suggeriert. Und wie ich schon sagte, deshalb, weil die Verfilzung zwischen Politik und Wirtschaft und Lobbyismus sehr stark ist. Mit wem würden Sie koalieren, wenn Sie denn in den NRW-Landtag einziehen würden, mit wem nicht? Wir denken nicht mit Parteibrillen und mit Scheuklappen. Es geht um einen neuen Denkansatz.
Und was in der Freien Union eben sehr merkmalig ist, ist, dass bei uns Mitglieder aus Parteien aus allen Richtungen zusammen sind, sich gefunden haben und auch natürlich, die noch nie vorher in Parteien waren, weil wir etwas Neues an Ideen einbringen wollen. Eigentlich ist es nichts Neues, es ist, ich würde sagen, ein altes Wissen, das die Menschen haben. Es geht um die Selbstbestimmung, die wir wieder erreichen wollen als Bürger. Es heißt damit auch verbunden natürlich mehr Mitwirkung. Die Hürden in diesem Staate müssen abgebaut werden, die viel zu hoch sind, um sich als Bürger wirklich politisch einzubringen. Und deshalb sind wir bereit, mit den Parteien zusammenzuarbeiten, die in diesem Sinne denken. Eigentlich ist es nicht festgelegt auf eine Partei. Es hat die eine oder andere Partei vielleicht aus einer anderen Denkrichtung Ähnliches in ihrem Programm wie wir. Wir finden unser Gedankengut eigentlich ja, bei manchen Parteien wieder. Manches, was wir vorschlagen, ist noch nirgends enthalten. Beispielsweise, dass wir den Föderalismus überhaupt in Deutschland auch in Frage stellen und auch die Bildungspolitik nicht mehr föderalistisch strukturiert haben wollen. Also es sind Gedanken, die gehen über das, was andere Parteien vorschlagen, hinaus. Aber vom Prinzip her sind wir immer bereit, gute Ideen zu unterstützen, egal von welcher Partei.